Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z, das Erbe des Goku Teil 2. Kleinen Moment, wir wollen ja auch Ton haben. Jetzt haben wir Ton. So. Wie ihr seht, es fehlt nur noch ein kleines bisschen bis zu 50. Und so habe ich die ganze Zeit trainiert. Genauso. Zack, 50. Und wie die Attribute hochschnellen, das ist ja... Oh. So. Ach. Egal jetzt. Hau ab. Mit seinem Jetpack hinten, der Satan. Zack. Und weiter zur westlichen Hauptstadt müssen wir jetzt, denn dort ist das Level 50er Tor für den hier, Satan. Der hier, hm? Auch gut. Ich nenne ab sofort der hier. Speichern. Und zur westlichen Hauptstadt geht's da lang. Und immer weiter, immer weiter. Und flieg, 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 flieg. Kapselkorb. Also, da ist Kapselkorb. Da ist die westliche Hauptstadt. So. Ach Quatsch. Wo war's jetzt? Ich glaube nach rechts immer. Ja, nach unten irgendwo. Ah ne, nach oben. Gehen wir mal nach oben. Wie wär's damit? Ah, ja. Hier ist es. Chabusha. ZZTV. Na dann. Die CCTV Studios. Guten Abend und willkommen zu unserem Abendprogramm mit Rob Howard. Unser heutiger Gast ist Satan, der Held der Cell-Spiele. Oh yeah! Wer liebt euch und wen liebt ihr? Satan, Satan, Satan! Satan, Satan! Na, wie geht's, Rob? Hallo Satan, als erstes wüssten wir gerne, wie man sich denn fühlt, wenn man soeben die ganze Welt gerettet hat. Man fühlt sich super. Jeder weiß, wie hart und mit welcher Leidenschaft man arbeiten muss, um zum größten Kampfsportler des Planeten zu werden. Mein Onkel sagte mal zu mir, mit solch wahnsinnig starken Muskeln muss auch ein starkes Pflichtbewusstes einhergehen. Als ich hörte, dass Cell all die Leute absorbierte und die ganze Welt verwüstete, war ich mir sofort meiner Pflicht bewusst einzugreifen. Satan, Satan, Satan. Oh yeah. Ich stelle zwar nur ungern die folgende Frage, aber es muss sein. Viele deiner Kritiker behaupten, du hättest Cell gar nicht wirklich besiegt. Was antwortest du ihnen darauf? Ich habe Cell besiegt, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Es widert mich an, dass die Leute nichts Besseres zu tun haben, als Lügen über mich zu erfinden. Wieso würde ich behaupten, Cell besiegt zu haben, wenn es nicht wahr wäre? Und wenn nicht ich es gewesen wäre, wer denn dann? Ich würde nur allzu gern sehen, wie einer dieser Freaks, die mir keinen Respekt zollen, vergeblich versuchen würden, auch nur eine Runde gegen den Champion durchzuhalten. Und was hat es mit diesen seltsamen Kämpfern auf sich, deren Haare sich golden färben? Und wer ist dieser kleine Junge? Das waren doch nur faule Tricks. Das bewirkten sie mittels Spiegeln, Lasern und Fingerfertigkeit. Jeder billige Zauberer kann das. Ich verstehe. Und wie sehen nun, wo die Welt gerettet hast, deine Pläne aus? Tja, Rob.
Ich werde weiterhin trainieren und mein Dojo leiten. Ich laufe jeden Tag 20 Runden, mache 500 Liegestützen, 500 Kniebeugen und zerschlage 20 schwere Felsbrocken. Und natürlich werde ich weiterhin meine Pflicht tun und die Welt beschützen. Wo auch immer das Böse sein hässliches Gesicht zu zeigen mag, bin ich bereit. Yeah. Yeah, Satan, Satan, Satan. Okay. So. Das Spiel ist geschafft. Ja, genau. Oh. Noch eine Endsequenz. Trunks geht zur Zukunft zurück in seiner. Hey, das ist Gohans kleiner Freund. Er will wohl auch sterben wie all die anderen. Oder auch nicht. Ich heiße Trunks und das ist für Gohan. Das kann nicht sein. Und das ist für all die, die er getötet haben. Jetzt muss ich nur noch eins erledigen. Cell. Richtig. Komm raus, Cell. Ich weiß, dass du da bist. Hast du wohl Probleme, die Cellbox zu finden, was? Woher weißt du das? Ich habe sie gerade zerstört. Jetzt wirst du sie nie absorbieren können, um vollständig zu werden. Was? Ich habe die ganze Zeit nach ihnen gesucht, aber das macht nichts, Trunks. Ich stehle einfach deine Zeitmaschine und absorbiere sie in der Vergangenheit. Da bin ich anderer Meinung. Der Albtraum ist vorbei, Cell. Yeah. Die müssen ziemlich schwach in der Zukunft sein, wenn sogar Trunks sie fertig machen kann. Yeah. Ende. Danke, dass du gespielt hast. Aber Moment, da war doch noch eine Mission. Was ist jetzt mit deinen Missionen? Wir müssen doch da noch hin. Zur Gottesplattform. Da ist ja nämlich auch noch was. Hätte ich andersrum machen müssen. Naja. Was ist jetzt auf Dennis Plattform? Ah, warte mal, Dende noch. Was ist nun noch mit Dende? Da ist doch auch noch was. Ah, die 7 Dragon Bots. Gohan, du bist wohlauf. Das mit deinem Vater tut mir wirklich leid. Sei nicht traurig, denn er ist es auch nicht. Das hat er mir selbst gesagt. Er war direkt an meiner Seite, gab mir Ratschläge und spannte mich an. Nur deshalb konnte ich die Cell schlagen. Mein Papa half mir dabei. Wir alle sind stolz auf dich. Du bist auf jeden Fall stärker geworden, mein Junge. Gohan hat Cell geschlagen? Du solltest dich bei Krillin bedanken, C18. Er blieb die ganze Zeit an deiner Seite. Nicht der Rede wert, ich konnte dich doch nicht einfach im Stich lassen. Krillin, du hast ein Auge auf C18 geworfen. Kannst du es nicht noch lauter sagen? Glaubst du vielleicht plötzlich, ich verknall mich in dich? Der große, starke Mann rettet mich und nun muss ich ihm auf ewig dankbar sein? So einfach ist das nicht. Wir haben hier bereits genug Zeit vergeudet. Rufen wir den Drachen herbei, um den Schaden wieder gut zu machen, den Cell angerichtet hat. Ja, natürlich. Ewiger Drache, ich rufe dich bei deinem Namen herbei. Shenlong. Oder Shenlong. R und L Fehler wieder. Wähle deine Worte mit Bedacht.
Ich werde dir zwei Wünsche erfüllen. Schenk an. Bitte schenk all denen auf der Erde, die von Zell getötet wurden, neues Leben. Busch. Dein Wunsch sei dir erfüllt. Es ist so, wie ich befürchtet hatte. Ich kann Gokus Energie nicht spüren. Da Dende einen neuen Erddrachen geschaffen hat, hoffte ich, Goku könne wieder neues Leben erlangen. Aber das ist wohl nicht möglich. Wie lautet der zweite Wunsch? Ich warte. Wie wär's, wenn wir den zweiten Wunsch ganz darauf verwenden, Goku wieder um Leben zu erwecken? Wir alle wollen innigst, dass er zurückkommt. Wie sehr ihr das wünscht, ist mir egal. Goku ist bereits früher zum Leben erweckt worden, also ist es unmöglich. Hallo allerseits, Meister Kaio hat es mir ermöglicht, per Telepathie zu euch zu sprechen. Kann ich auch ein Wörtchen mitreden? Ich habe vor kurzem darüber nachgedacht, warum die Erde ständig in Gefahr schwebt. Dabei fiel mir auf, dass der Großteil ihrer Angreifer hinter mir her waren. Denkt mal darüber nach, Freezer, Cell, die Cyborgs. Meiner Meinung nach wäre es besser für die Erde, wenn ich dieses Mal nicht zurückkomme. Natürlich freut es mich, dass ihr mir all diese Gefühle entgegenbringt. Aber ihr müsst euch einen anderen Wunsch ausdenken. Mein Zuhause liegt nun im Jenseits. Auf Wiedersehen. Auch wenn er uns auf Wiedersehen gesagt hat, so macht mich das nicht allzu traurig, weil er so fröhlich klang. Du hast uns so viel gegeben, Papa. Ich danke dir. Verzeihung, ihr habt noch einen Wunsch frei. Aber wenn uns kein guter Wunsch einfällt, warum dann ein schlechter? Wäre es nicht super, wenn wir alle unverschämt reich wären? Also Jungs. Ich warte nicht mehr länger. Wisst ihr nun einen Wunsch oder nicht? Ja, ich weiß einen. Ich möchte dich bitten, die Cyborgs in Menschen zu verwandeln, damit sie den Rest des Lebens in Frieden verbringen können. Dieser Wunsch kann zurzeit nicht gewährt werden. Er übersteigt meine Kräfte. Und wie steht's hiermit? Kannst du die Bomben aus den Körpern des Cyborgs entfernen? Das dürfte nicht allzu schwierig sein. So, es ist vollbracht. Vielen Dank. Gern geschehen. Ich muss jetzt gehen. Shibushisha. Ich an deiner Stelle würde mich sofort jubeln. Wenn du meinst, du hättest mein Herz mit diesem widerlichen Wunsch gewonnen, hast du dich aber geschnitten. Aber es war sehr nett von dir. Möchtest du dich uns anschließen? Nein, danke. Oh Mann. Wow, Krillin. Jetzt hast du es echt geschafft, Mann. Dieses Mädel steht auf dich. Dann sollte ich mich wohl besser auf den Weg machen. Ja, wir auch. Pass gut auf deine Mutter auf, Gohan. Du bist jetzt der Mann im Haus. Bleibst du hier, Piccolo? Ja. Auf Wiedersehen, Gohan. Komm uns mal besuchen. Auf Wiedersehen. So. Schön, schön. Alle Orte werden jetzt nochmal gezeigt. Oder zumindest ein paar. Der Hund. Ach ja, schönes Spiel. Das ist wirklich ein schönes Spiel. RPG-mäßig gemacht und auch schön Action-RPG. Also, dass man nicht immer so Zwischenkämpfe machen muss. Dass man gleich von der Karte aus sehen kann. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. So wie das hier, so ein RPG gefällt mir. Ah, das Kamehaus. Da ist Roji, Muten Roji. Der Roji. Und ja, zu Hause angekommen.
Chichi hat schon auf uns gewartet. Delivered by Webfoot Technologies. Und schon wieder die ganzen Namen. Gut. Ja, und das hatten wir gerade, ne? Jetzt können wir es nochmal in Schnelldurchlauf sehen, Freunde. Yeah. Okay, das war's, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Projekt, Freunde. Bis dann und ciao.